wieder dann. Kruzifix statt roter Stern. Der russisch-orthodoxe Priester Anatoli Koljada verschenkt Bibeln an Soldaten der ehemaligen Sowjetarmee. Enkel der Rotarmisten, die einst Deutschland besiegten, holen sich frommes Rüstzeug. Inmitten der russischen Exilgemeinde auch ein ehemaliger deutscher Soldat, Lothar Stubbe. Vater Anatoli ist Weißrusse. In seinem Wohnhaus zelebriert er die göttliche Liturgie. Erst Gorbatschows Perestroika brachte ihn vor 6 Jahren nach Deutschland, auf den Potsdamer Kapellenberg. Wenige Kilometer weiter in West-Berlin die Hasehorster Landbäckerei mit einem russischen Armeetransporter vor der Tür. Gemeinsam mit dem orthodoxen Priester Vater Anatoli bringt Bäckermeister Stubbe Hilfsgüter nach Weißrussland. Vor 50 Jahren war Stubbe schon einmal dort, mit dem Panzer. Heute fährt der Bäckermeister einen Backofen in einer Armenküche nach Witebsk. Soldaten der Gussarmee unterstützen die Aktion des 71-jährigen Spandauers. Dies ist mittlerweile seine 3. Hilfssendung nach Weißrussland in diesem Jahr. Eine völlig neue Art deutsch-sowjetischer Freundschaft. Lothar Stubbe reist diesmal auf eigenen Wunsch und nicht wie damals auf Befehl des Führers. Am nächsten Morgen dann von Potsdam Aufbruch nach Osten. Vorbei an der Alexander-Newski-Kirche, die einst Schinkel gebaut hat. Außer dem Backofen und Mehl sind noch viele andere Spenden aus Vater Anatolis Gemeinde an Bord. 2000 Kilometer liegen vor dem Konvoi. Nach fast 24 Stunden Fahrt ist die Grenze von Polen zu Weißrussland bei Kukuriko erreicht. Vor Brest stauen sich die LKWs. Europa mit tagelangen Wartezeiten. Kaum ein Fahrzeug passiert den Schlagbaum. Glasnost und Perestroika sind am Zoll von Kukuriko offenbar vorbeigegangen. Zum Glück, humanitäre Hilfe hat Vorfahrt. Der kleine eiserne Vorhang bei Brest geht auf. Die Fahrer Wladimir und Juri und ihre Lieblingskassette. Wie schön ist die Erinnerung an dich, meine Kindheit. Wie schön die erste Liebe und die ersten Küsse. Und wie gern denke ich an dich zurück, mein Mädchen. Auch Lothar Stubbe denkt zurück. Als junger Soldat war er vor 50 Jahren Teil der deutschen Kriegsmaschinerie beim Angriff auf die Sowjetunion. Für mich ist es ein Wiedersehen mit diesem Land. Wir sind ja damals unter anderen Bedingungen hierher gekommen. Es war der furchtbare Krieg. Wir waren ja diejenigen, die das Land angegriffen haben. Und es tritt ja doch dann so ein Schuldgefühl auf, das kann man nicht abstreiten. Wir waren die zuerst geschossen haben. Der Gegner sollte ja überrascht werden an diesem denkwürdigen Junitag 1941. Und wenn ich das heute wieder sehe, das Land, suche ich mir noch einmal vorzustellen, wie es damals war. Pause an der Autobahn nach Minsk. Erste Begegnung mit der Vergangenheit.
Ein alter Mann spricht Deutsch. Er war als Kriegsgefangener zur Zwangsarbeit nach Braunschweig verschleppt worden. Arbeiten nicht. Ja, und da ist gestorben. Der frühere Rotarmist versucht seine Auszeichnung einem alten deutschen Wehrmachtssoldaten. An dem Vaterländischen Kriegsorden und an der Medaille mit Generalissimus Stalin darauf hänge sein Herzblut, sagt er. Doch die 700 Rubel Rente, die er bekommt, reichen nicht zum Leben. Braslav, nahe der lettischen Grenze. Die erste Station des Transportes. Die Einheimischen nennen den Ort heute weißrussisch Braslav. In der Dorfkirche amtiert Jakob Koljada, der Vater des Priesters Anatoli. Deutsche Spenden für Braslau. Seit Öffnung der Grenzen sammelt Sohn Anatoli vor allem warme Wintersachen für die Kinder. Lothar Stubbe trifft den alten Dorfpfarrer von Braslau, Vater Jakob, zum zweiten Mal. Der Bäckermeister war im Frühling bereits mit Hilfsgütern hier. Vor 50 Jahren standen sich Lothar Stubbe und Jakob Koljada schon einmal gegenüber, ohne sich tatsächlich begegnet zu sein. Familientreffen im Hause Koljada. Zwei Söhne sind wie der Vater Priester geworden. Im Hause Koljada bekreuzigt sich nach einigem Zögern sogar der frühere Parteichef des Gebietes. Vater Jakob hat im Krieg als Partisan gegen die Deutschen gekämpft. Heute geht er mit Lothar Stubbe, dem damaligen Wehrmachtssoldaten, auf friedlichen Wegen. Auch hier in der Region Braslau, einem strategisch wichtigen Punkt beim Vormarsch der Heeresgruppe Nord, tobten damals heftige Kämpfe. Der Umbruch nach dem Zerfall der Sowjetunion war in Braslau nicht zu spüren. Der Ort liegt heute im unabhängigen Weißrussland. Hammer und Sichel sind geblieben. Die Helden mit dem Betonkopf behielten ihren Stammplatz. Diesen Rotarmisten aus Metall nennen die Braslauer noch immer das zentrale Monument, errichtet für die Gefallenen im großen Vaterländischen Krieg, wie die Russen den Kampf gegen Hitler-Deutschland nennen. Ja, ich muss Ihnen sagen, dass ich mich als Kriegsfreiwilliger gemeldet habe. Daraus sieht man ja schon, dass ich als junger Mensch das Gefühl hatte, meinem Vaterland mit Begeisterung zu dienen. Wir waren begeisterte Soldaten. Die Jahrgänge, die um 1920, 1922, das waren ja die Jahrgänge, die ganz jung waren, als Hitler kam. Und wir wurden ja in der Hitlerjugend dazu erzogen, einmal Soldat zu werden. Das war's. Anders als der ehemalige Hitlerjunge Stubbe ist Vater Jakob nicht mit Begeisterung in den Kampf gezogen. Die Partisanen holten ihn zur Verteidigung der Heimat. Eines Nachts kam eine Partisanengruppe in unser Dorf, berichtet Vater Jakob. Und ohne jede Erklärung nahmen sie mich mit in den Wald. Das Lager war ca. 17 bis 20 Kilometer von meinem Heimatdorf entfernt, tief im Dickicht versteckt. Mit dieser Partisanengruppe sei er dann weitergeschickt worden. Der Kommandeur habe ihn zu den verschiedenen Einsatzgebieten geführt. Da habe ich dann typische Partisanenaktionen gemacht, sagt Vater Jakob. Wir haben Telegrafenmasten, Gleisanlagen und Brücken gesprengt. Die Partisanen waren ja für uns illegal. Für die deutsche Heeresführung, das waren ja keine Soldaten in unseren Augen, sondern, ja, das waren, grob gesagt, das waren ja Räuber, die in unserem Rücken uns zu schaffen machten, die sich nicht zu erkennen gaben,
die in den Wäldern steckten und nur herauskamen in der Nacht, Bahnlinien sprengten, Brücken sprengten, um unseren Nachschub zu stören. Von ihrer Seite taten sie es ja richtig. Sie verteidigten ja da auch ihr Vaterland. Für uns, wir begriffen das ja nicht gleich, dass sie reguläre Kämpfer waren. Weißrussland war eines der schlimmsten Kampfgebiete während des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. 50 Jahre danach herrscht Frieden im Land. Aber die Not der Menschen ist noch immer aktuell. Das Schlangestehen vor den Läden gehört nach wie vor zum Alltag. Die Versorgungssituation ist mit den Wirren der Perestroika noch schwieriger geworden. Früher war es besser. Kein Wunder, dass die Warteschlangen vor dem geschlossenen Lebensmittelladen die Brezhnev-Zeit mit ihrer schlichten, aber sicheren Versorgung verklärt. Man hätte zwar weniger Einkommen gehabt, sagen sie, aber für die paar Rubelchen hätte man damals mehr bekommen. Alles. Sogar das tägliche Brot ist teurer geworden. Heute reicht das bisschen Rente nicht mehr aus. Im Nachbardorf sind der russische Priester und der deutsche Bäcker mit Spenden unterwegs. Pater Jakob kennt die Ärmsten seiner Gemeinde. Überwiegend Alte leben hier. Butterwurst und Käse, westlich verpackt, sind für sie Schätze aus einer anderen Welt. Lothar Stubbe verschenkt das Beste, was er geben kann. Sein Brot aus Berlin. Der ehemalige Kolchosbauer ist 90, seine Frau ist 77 Jahre alt. Ihre russische Gastfreundschaft bietet Äpfel aus eigener Ernte an. Ruhm der Sowjetarmee steht auf dem Goldpanzer als Erinnerung an die Vergangenheit. Der alte Mann ist schwer kriegsbeschädigt. Lothar Stubbe bringt heute Brot statt Krieg. Der 71-jährige Bäcker wagt im hohen Alter den Versuch einer Versöhnung. Zu Hause im Pfarrhaus Koljada herrscht Hochbetrieb. Wochenlang hat die Familie für den Besuch aus Deutschland gespart. Die beiden Kriegsgegner von einst an einem Tisch. Es gibt Schnaps. Gut. Nogalja Jeta, lange sollst du leben, ein Lied für den deutschen Gast. Und Vater Jakob dirigiert das Ganze. Der alte Partisan und der alte Wehrmachtssoldat am Ufer der Düna. Vor 50 Jahren tobte hier der Krieg. Der Deutsche und der Weißrusse standen sich genau an dieser Stelle gegenüber. Die Düna war ja für uns das erste große natürliche Hindernis. Lothar Stubbe war damals 19. Als Pionier eines Panzerbataillons setzte er in vorderster Linie vom nördlichen Ufer her über die Düna. Vater Jakob versuchte auf der anderen Seite seine Heimat mit zu verteidigen.
Doch der sowjetische Widerstand musste der deutschen Übermacht weichen. Vater Jakob wurde damals an der Düna verwundet. Doch der 72-jährige Weißrusse spricht heute auch davon, dass später die sowjetische Seite ebenfalls Schuld auf sich geladen hat. Wir haben damals den Menschen der anderen Seite auch viel Leid zugefügt, sagt er. Die Rote Armee schlug bei ihrem Einmarsch in Deutschland mit aller Härte zurück. Wir erinnern uns heute an diese schlimme Zeit des Krieges und wir weinen zusammen, sagt Vater Jakob. So sind wir jetzt nach so vielen Jahren zur Versöhnung gekommen. Früher waren wir uns fremd, waren Feinde und schossen aufeinander. Und jetzt sind wir Freunde. Das stimmt, Vater Jakob, das stimmt. Herr Stube, Gott sei Dank ist diese schlimme Zeit vorbei. Also, ich möchte Sie jetzt umarmen. Verstehen Sie, mit Gottes Hilfe sind wir beide am Leben geblieben und Sie helfen uns heute. Fünfzig Jahre hat es gedauert bis zu diesem gemeinsamen Weg. Denn der Krieg hat außergewöhnliches Leid über Vater Jakob und seine Frau Tatjana gebracht. Sie verloren ihre ersten fünf Kinder. Mutter Tatjana erzählt, wie sie damals mit vier Kindern in den Wald floh, weil Deutsche ihr Dorf angegriffen hatten. Als sie sich zurückwagte, brannten alle Häuser. Als wir in den Wald flohen, habe ich es nicht mehr geschafft, das wenige Wochen alte Baby mitzunehmen, berichtet sie. Als sie dann mit den anderen Kindern zurückkam, fand sie das Baby verbrannt, mit schwarzer Haut im Kinderwagen. Es lebte noch, ich nahm es hoch und dann starb es in meinem Arm. Alle anderen vier Kinder sind später am Hunger gestorben. Erst nach dem Krieg, als sie sich wieder sicher fühlten, bekamen sie und Vater Jakob noch einmal Kinder. Das war eine Zeit, da hatten wir Angst vor den Deutschen. Das war der Krieg. Es wurde geschossen. Aber jetzt bin ich überrascht und froh, dass Deutsche uns helfen. Vater Jakob und Sohn Anatoli bitten Lothar Stubbe zum Gottesdienst. Der alte Priester zelebriert die orthodoxe Liturgie seit 48 Jahren. Einen Großteil dieser Zeit war er Repressalien der Sowjetmacht ausgesetzt. Не вся ли в нас суть? Vater Jakob singt vom Schicksal, das den Menschen auferlegt ist. Nur wenige Ältere standen noch in der Vergangenheit offen zu ihrem Glauben. Gospodin Pamiloi, Herr, erbarme dich. Lothar Stubbe ist evangelischer Christ. Dies ist seine dritte Hilfssendung nach Weißrussland. Barmherzigkeit statt Barbarei. Es gibt nur wenige alte Männer in Breslau. Jeder vierte Weißrusse ist im Krieg umgekommen. Übrig geblieben sind die Frauen dieser Generation, die ihre Männer im Krieg gegen die Deutschen verloren haben. Weit über 25 Millionen Tote hat der Krieg die Sowjetunion insgesamt gekostet. Die russische Duldsamkeit ruht heute auf den Schultern dieser alten Frauen.
Von Braslau geht der Transport weiter nach Witebsk, wo die meisten Hilfsgüter des Bäckermeisters abgeliefert werden. Lothar Stubbe kennt auch diesen Weg. Der Vormarsch Richtung Leningrad ging vor 50 Jahren fast genau diese Strecke entlang. Witebsk liegt auch an der Düna. Während Hitlers Unternehmen Barbarossa wurde die Stadt erst nach heftigen Kämpfen von den Deutschen eingenommen. Die Kirche von Witebsk war seit Stalin dem Verfall preisgegeben, eine Ruine der Ideologie. Erst vor wenigen Monaten ist die vollständige Restaurierung abgeschlossen worden. Vater Jakobs zweiter Sohn Nikolai ist hier Priester. Die Spenden von Lothar Stubbe sollen der Gemeinde bei ihrer Sozialarbeit helfen. Immer mehr Menschen, viele Bedürftige, werden täglich hier versorgt. Der Ofen, die Knetmaschine und das Mehl aus Spandau-Haselhorst werden der Küche der Gemeinde die Möglichkeit geben, täglich auch frisches Brot herzustellen. Die Zuwachsraten der Kirche sind hoch. Heute lassen Eltern ihre Kinder wieder taufen. Mal pro Wochenende wird hier nach orthodoxem Ritus getauft. Fast wie am Fließband. Doch es sind nicht nur Kinder. Überraschend viele Erwachsene suchen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus neuen geistigen Halt bei der Kirche. Vater Nikolais Gemeinde in Witebsk hat Zulauf wie noch nie. In der Sozialstation nebenan haben sie inzwischen Lothar Stubbes Backofen aufgestellt. Anna, die Küchenchefin, sieht, wie das Ding funktioniert. Eine winzige Küche für 120 Essen pro Tag und Brotteig von der neuen Knetmaschine aus Berlin. Stunden arbeiten die Frauen hier täglich umsonst. Sie versorgen vor allem Menschen, die bei den Aufbauarbeiten der Kirche geholfen haben und Bedürftige aus der Nachbarschaft. Sie bekommen hier eine warme Mahlzeit. Bisher fehlte dazu frisches Brot. Von der Haselhorster Landbäckerei, 2000 Kilometer weiter, in die Armenküche nach Witebsk. Premiere für die ersten 20 Schrippen aus Berlin. Ein Bäcker macht Politik. Man sollte nach Möglichkeit ja dort helfen und mit Dingen helfen, von denen man selbst etwas versteht. Und da ich nun Bäcker bin, habe ich halt einen Ofen gebracht. Weiter geht es 460 Kilometer Richtung Minsk durch Wälder, in denen vor 50 Jahren die Partisanen herrschten. Hier auf der Minsker Chaussee wurden deutsche Nachschubtransporte damals häufig überfallen. Minsk ist die Hauptstadt Weißrusslands. 90% der Stadt wurden im Krieg von den Deutschen zerstört. Die Plattenbauten mussten deshalb schnell hochgezogen werden. Das wichtigste Mahnmal Weißrusslands für den Terror der Nazis ist Chatyn. Ein SS-Bataillon brannte das Dorf nieder. 149 Menschen, davon 67 Kinder, wurden hier ermordet. In Chatyn soll aller 186 weißrussischen Dörfer gedacht werden, die von den Deutschen zerstört wurden. Symbolisch stehen gelassen hat man nur die Schornsteine der Häuser. Die Glocken darin läuten alle 30 Sekunden zum Gedenken. Lothar Stubbe verdrängt nicht mehr, was im Krieg geschehen ist. Doch für den früheren Oberleutnant der Wehrmacht ist es 50 Jahre danach noch schwer, über damals zu sprechen. Ich kann mir dieses Dorf vorstellen. Ich war nie hier, aber es gab hunderte anderer Dörfer, die ähnlich aussahen,
wahrscheinlich wie dieses Dorf, was hier zerstört wurde. Ich habe ähnliche Dörfer direkt miterlebt, habe ähnliche Dörfer durch Kampfhandlungen, wenn ich so sagen soll, mit dazu beigetragen zu dieser Zerstörung dieser Ortschaften, die im Kampf zerstört wurden. Da saß der Gegner in den Häusern und wir haben darauf geschossen und dann ist klar, dann brannten die Häuser auch. Wir hatten als Pioniere eine Waffe, das nannte sich das schwere Wurfgerät. Dazu gehörten zwei Sorten von Granaten. Einmal mit Flammenöl gefüllte Granaten und einmal mit Sprengstoff gefüllte Granaten. Und die wurden, wenn auch begrenzt, manchmal eingesetzt von uns. Ich glaube schon, dass man eine Schuld auf sich nehmen muss. Wir waren die Ersten. Wir haben zuerst geschossen. Da kommen wir nicht von weg. Wir waren die Angreifer. Ich habe das Gefühl, dass hier so viel Unrecht geschehen ist, dass man es nun nicht wieder gut machen kann. Wiedergutmachung kann es nicht geben. Dazu war alles viel zu schrecklich. Von beiden Seiten geführte Aktionen, von beiden kriegsführenden Parteien geführte Aktionen. Nachdenken über die Bilder seiner Jugend. Vitebsk, Minsk, Dörfer wie Chatyn, Leningrad, Stalingrad und Wiedersehen mit dem zerbombten Berlin. Lothar Stubbes Rückkehr nach Weißrussland, 50 Jahre danach. Nicht mehr Waffen und Rüstung, Brot und Hoffnung brachte der Deutsche nach Minsk. Eine Hilfsaktion, die er sich selbst verschrieben hat. Versöhnung ohne öffentlichen Aufruf. Der Metropolit Filarett von Minsk hat Lothar Stubbe zum Dankgottesdienst eingeladen. Der Erzbischof und der Bäckermeister. In der Kathedrale erhält der einstige Oberleutnant der deutschen Wehrmacht vom Oberhaupt der weißrussischen Kirche als Gegengeschenk ein Stück Brot. Herzlichen Dank, lieber Bruder. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе.